Einen wunderschönen guten Tag an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und im Namen von FX Lab veranstalten wir heute das Webinar bezüglich des Forex Screeners. In dem heutigen Webinar präsentiert Manuel Lücker, Gründer und Entwickler des Forex Screeners, alle wichtigen Aspekte beim Marktscreening von Forex Spots. Ja, bevor wir jedoch starten werden, noch drei Hinweise. Das Webinar ist keine Handelsempfehlung. Ne? Es dient allein nur zu Schulungszwecken und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. So, Manuel Lücke ist online bereit und ich übergebe den Bildschirm. Bitte sehr, Manuel, du kannst starten. Super, vielen Dank. So, habe ich jetzt mal die Übertragung gestartet. Vielleicht kann man mir noch mal ein kurzes Feedback geben, ob man meinen Bildschirm sieht, die Präsentation. Dann kann ich die nämlich auch starten. Ja. Jetzt tauschen. So. Jetzt sollte also man die sehen. Präsentation. Also ich kann alles sehen. Wäre schön, wenn einer der Teilnehmer auch noch mal sich äußert, ob denn Ton und Bild übertragen werden. Okay. Ja, super. Dann fange ich mal an. Und von mir auch nochmal ein recht herzliches Hallo. Ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind und begrüße Sie heute Abend aus dem warmen Berlin. Ich habe hier bei 30 Grad Außentemperatur im Hintergrund den Ventilator angemacht. Falls der irgendwie stören sollte in der Akustik, gerne kurz Bescheid geben. Da mache ich den natürlich aus. Ja, ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht. Sozusagen auch ein kleiner Geheimtipp, den ich an meine Kunden weitergebe. Und zwar dreht es sich heute um Forex Spot. Und falls Sie davon schon mal gehört haben, was Forex-Spots sind oder das schon nutzen oder noch keine Ahnung haben, können Sie ja gerne mal kurz in den Chat hineinschreiben, was der aktuelle Stand bei Ihnen ist, damit ich auch weiß, in welcher Tiefe ich auf das Thema eingehen kann. Das ganze Thema kombinieren wir natürlich mit dem Forex-Screener. Heißt quasi, wir schauen uns Setups an und ja, also erstmal die Funktionsweise natürlich, das Screening-Tool, der Forex-Screener und gucken, wie können wir nach Forex-Spots screenen, was können wir für Setups finden. Ich habe natürlich wieder ein paar Beispiel-Setups mitgebracht, die wir uns dann zusammen angucken, live screen werden und auch analysieren, ob da was Tradebares dabei ist. Im Normalfall hat man so ein bis zwei Setups, die ich im Webinar ja mal als tradebar empfinde, sozusagen. Und darunter werden natürlich auch Setups sein, die nicht so gut aussehen, aber das werden wir uns dann auch alles angucken. Bevor es im Detail losgeht, will ich mich auch noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Und habe das Ganze mit der Informatik zusammen begonnen. Also ich habe damals eigentlich nur wissen wollen, beziehungsweise die Informatik studieren wollen und wissen wollen, wie man denn entwickelt und bin durch einen guten Zufall in einer Vermögensverwaltung gelandet und habe dann quasi als erste Programmierprojekte Handelssysteme direkt auf den Tisch bekommen und war von Sekunde 1 an fasziniert, dass man quasi mit reiner Computertechnik und ja dementsprechend den Handelssystem Geld automatisch verdienen kann. Dementsprechend in der Firma gab es auch keine Kunden, sondern da wurde Eigenkapital gehandelt und in ziemlich großen Summen. Das hat natürlich Spaß gemacht und beeindruckt bis heute. Deswegen habe ich seitdem an auch nie
irgendwo anders mich hinorientiert, sage ich mal. Später habe ich dann selber eine Firma gegründet für eigene Handelssysteme, die entwickelt und vertrieben wurden. Und heutzutage habe ich zwei aktive Projekte. Das eine ist der Forex-Wiener. Darum wird es heute gehen. Und Sie werden dort alle einen tiefen Einblick erhalten. Das Ganze ist auch ein gratis Tool für FX-Flat-Kunden. Und dementsprechend ja, müssen Sie da nichts für bezahlen. Das andere große Projekt, womit ich viele Trader unterstütze, ist Top Trading Software. Das ist eine kleine Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, Trading Software zu entwickeln. Also da kann man mit alltäglichen Trading-Situationen quasi auf uns zukommen und sagen, ich hätte gerne ein Handelssystem, welches diese und diese Aktion für mich ausführt, beispielsweise immer dann einsteigt, wenn draußen der Mond scheint, nur mal so als Beispiel, ne? Also im Endeffekt können Sie da mit Ihrer Strategie an uns herantreten und wir werden das vollständig automatisieren. Aber auch über Handelssysteme hinaus entwickeln wir Software rund ums Trading, Indikatoren, Überwachungssoftware, Signalsoftware, Copy-Trading-Software. Also da gibt es quasi keine Limits. Ja, schauen Sie gerne vorbei, wenn Sie das angesprochen hat. Wir freuen uns natürlich über Ihre Anfrage. Und ja, um in das Thema einzusteigen für heute, Forex Spots habe ich direkt mal einen Chart mitgebracht, beziehungsweise zwei Charts mitgebracht. Auf der linken Seite sieht man GBP US-Dollar Spot im H1. Und auf der rechten Seite sieht man den ganz normalen GBP USD als CFD. Und jetzt wäre erstmal so die erste Frage. Erkennen Sie hier einen Unterschied? So, da muss man sich die beiden Instrumente mal ein bisschen genauer ansehen. Und auf dem ersten Blick sieht es auch relativ gleich aus. Also der grobe Verlauf, sage ich mal, ne? Wir haben hier oben fallende Hochs, leicht fallende Hochs, einen riesen Ausreißer. Im linken Chart haben wir das Ganze auch. Also könnte man sagen, okay, grob sieht das gleich aus, auch vom restlichen Kursverlauf, dass der Kurs dann quasi hier dieses Tief macht. Rechts haben wir auch dieses genaue Phänomen. Und man könnte auf den ersten Blick denken, dass hier zweimal einfach der gleiche Chart offen ist. Aber das ist nicht der Fall, denn wir haben auf der linken Seite haben wir den GBP USD als Spot-Instrument und rechts eben als CFD. Und um mal einen ersten Proof abzugeben, warum es oder woran man erkennen kann, dass es nicht die gleichen Handelsinstrumente sind, das sieht man, wenn man mal ganz links am Chart guckt, da sind die Kerzen, sehen ein bisschen anders aus. Ich kann mal die Kursanzeige auch kurz zumachen. Und zwar sieht man hier so diesen Block, wo man noch eine aufsteigende Kerze hat. Und wenn man dann mal am rechten Chart guckt, hat man fallende Kerzen, ne? Und zwar hier sehr massiv. Und dieser Ausschnitt, der bildet sich hier erst etwas später im gleichen Chart. Die Charts sind aber gleich skaliert, gleicher Zoom und gleich groß. Also theoretisch würde man hier das gleiche sehen. So, jetzt kann man erstmal sich fragen, okay, was ist jetzt hier der Unterschied so zu dem Ganzen? Und der erste Unterschied zwischen den Spots und den CFDs sind die Handelszeiten. Also wenn man jetzt mal unten schaut auf der Zeitachse, dann sieht man, die letzte Kerze an dem Tag, die ist um 22 Uhr, Broker Time wird die quasi eröffnet. Und dann gibt es eine Pause. Um 1 Uhr Broker Time wird dann quasi die nächste Kerze eröffnet. Also es gibt hier immer nach unserer Zeit gibt es bei den Spots eine Handelspause. Bei den CFDs, die laufen wiederum
durchgängig. Ne? Also hier haben wir 22 Uhr, 23 Uhr, 0 Uhr die nächste Kerze und dann immer so weiter. 24-7 bzw. 24-5 Handel. Also unter der Woche, jeden Handelstag kann man die Forex-CFDs handeln. Was bringt das schon mal in erster Instanz für einen Vor- oder Nachteil mit sich? Erstmal auf, um mit Kleinigkeiten anzufangen, sage ich mal. Die Forex-Spots, die haben eben die Eigenschaft, dass sie nicht nur um 22 Uhr den Handel stoppen, sondern es ist auch so geregelt, dass Positionen nicht overnight gehalten werden können. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Position aufmachen, im Tief beispielsweise, und Sie wollen das Ganze halten, dann können Sie das nur für den gleichen Tag halten, müssten dann oben entsprechend rausgehen und könnten nicht darauf hoffen, dass es am nächsten oder übernächsten Tag nochmal übertroffen wird. Also heißt quasi, für Swing Trader ist es keine gute Eigenschaft, weil als Swing Trader wollen wir ja über mehrere Tage die Position halten und als Intraday-Händler können wir einfach Intraday, also da ändert sich dann für uns nichts aufgrund der Handelszeiten, weil abends, wenn die Volatilität raus ist, wollen wir ja sowieso keine Position mehr haben. Einen kleinen Vorteil gibt es hier schon mal für Leute, die beispielsweise ein Handelssystem betreiben. Und zwar kann ich aus Erfahrung sagen, es gibt immer wieder die Anfrage, dass man die Position am Ende des Handelstages schließen möchte. Oder eben auch als diskretionärer Händler hat man vielleicht auch die Anforderung an sein eigenes Trading-Regelwerk. Und dementsprechend müsste man das dann automatisieren oder eben sich einen Wecker stellen, um dann abends beispielsweise 20 Uhr daran zu denken. Aber wenn man es dann mal vergisst, dann hat man eben auf CFD-Ebene das Problem, dass man ja die Position in den nächsten Tag mit hineinnimmt. Dann bekommt man natürlich die Swap-Gebühr. Über Nacht hat man auch einen schlechteren Spread bei den meisten Paaren. Und vielleicht hat man dann den nächsten Tag einfach schon den Verlust. Also ja, ein signifikanter Unterschied. Da muss man eben wissen, was die eigenen Bedürfnisse sind und was man dann für seinen Handel braucht. Das ist natürlich nicht der einzige Unterschied. Ich habe hier mal noch mehrere aufgelistet und an der Stelle, es gibt eben einen sehr großen Unterschied, weil jetzt so von den Kleinigkeiten her könnte man sagen, naja, ich kann ja trotzdem einfach meine CFDs weiterhandeln, warum sollte ich jetzt hier umsteigen? Ich habe mal das Ganze hervorgestochen und zwar, das größte Argument, um mit den Forex-Spots in den Handel zu gehen, sind geringere Margin-Anforderungen. Und zwar, wer sich noch so ein bisschen an die ganze Metatrader-Handelsszene und Historie erinnern kann, der hat wahrscheinlich auch noch auf dem Schirm, dass es früher das ganze Geschäft, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern ich spreche jetzt global, eben relativ unreguliert war. Ne? Dementsprechend sind ja auch viele Broker nach Zypern gegangen, um dort einfach, als es hier schon eine Regulation gab, dort noch ihr unreguliertes Geschäft betreiben konnten. Und das hatte auch einen kleinen Vorteil, und zwar für Leute, die gerne mit kleinem Risiko handeln wollen, beziehungsweise eine geringe Margin-Anforderung haben wollen. Also einfach einen sehr großen Hebel auch haben wollen. Ne? Das heißt, man will große Positionen aufbauen, und man möchte aber nicht so viel Geld auf dem Konto haben. Und das war früher noch einfacher gewesen. Mittlerweile mit den ganzen Regularien ist das alles schon risikobedachter für den Endkunden bzw. den Endtrader, dass er nicht so einfach sein Geld verzockt. Und hier gibt es eben nachträglich als Spot-Handelsinstrumente diese Eigenschaft, die diese tragen und deswegen für diesen alten, für diese alte Charakteristik mit den größeren Hebel das quasi ja, übernommen haben und wieder eingeführt wurden, sozusagen. Natürlich nur bedacht für risikobewusste Leute.
Und zwar hier mal im direkten Vergleich, braucht man für einen Lot, den man mit Forex Spots handelt, braucht man viel weniger Geld auf dem Konto, als wenn man eben einen Forex CFD handelt. Man hat mit den Forex Spots hat man eben 500 Euro, die man gerade mal als Risikorücklage quasi braucht auf dem Konto. Und bei dem Forex CFD sind es ja quasi 3.300 Euro knapp. Und das ist für viele sehr wichtig. Also ich bekomme oftmals die Frage von Leuten, die sich ein System entwickeln lassen haben, ob ich da irgendwie was Besseres kenne oder welchen Broker ich empfehlen kann mit einem großen Hebel. Und dann sage ich, ja, FX Flat ist sehr gut als Broker und wenn du da einen großen Hebel haben willst, dann probier doch mal die Forex Spots aus. Da hast du dann entsprechend auch das Feature mit dem Schließen der Position am gleichen Tag. Also das mal so als kleinen Geheimtipp, den vielleicht viele nicht so auf dem Schirm haben und aber dennoch den Broker nicht wechseln wollen beziehungsweise noch auf der Suche nach einem Broker sind, dass man eben diese Abstriche nicht machen muss. Und das Coole ist, aufgrund der Zusammenarbeit mit FX Flat und Forex Screener gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass wir die ganzen Forex Spots mit dem Forex Screener screenen und daraufhin unsere Strategien aufbauen können. Und das wollen wir uns heute mal zusammen angucken, wie wir dann die Forex Spots mit dem Forex Screener in den Einsatz bringen. So, das Ganze mal als kleine Einleitung zu dem Thema. Habe ich im Hintergrund auch schon mal den Forex Screener aufgemacht. Und wer den noch nicht kennt, ist hier nochmal eine kleine Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, es ist relativ simpel aufgebaut, aber sieht komplex aus, weil wir sehr, sehr viele Filter haben. Und zwar, wir haben hier Filter, mit denen wir einfach bestimmen können, wonach wir auf der Suche sind. Beispielsweise wollen wir Instrumente finden, die ein sehr hohes Momentum haben. Und dann könnte man sich zum Beispiel den RSI-Indikator zu Hilfe nehmen und dort sagen, mein Handelsinstrument, wonach ich suche, soll einen RSI-Wert von mindestens 80 haben, 80 oder größer an der Stelle. Und so braucht man eben im MetaTrader nicht manuell die ganzen Symbole durchzugehen, um zu gucken, was jetzt eben einen sehr großen RSI-Wert hat, sondern ich kann das Ganze im Screener machen und scroll nach unten und dann sehe ich schon alle Instrumente, die irgendwie, ich sag mal, abgehen, ne? Die ein sehr großes Momentum haben. Und ich kann auch, also der Screener, der funktioniert eben so, dass er auf dem Symbol und auch dem Zeitintervall guckt. Und dementsprechend ist hier ein Vorschlag bzw. ein Ergebnis, ist hier quasi die Kombination aus dem Symbol und der Zeiteinheit. Das heißt, wenn der US-Dollar, türkische Lire jetzt noch auf, sagen wir mal, Minutenbasis, M5 beispielsweise auch einen RSI-Wert von über 80 hat, dann würde er das Ganze hier auch nochmal anzeigen. Weil der RSI-Indikator, der basiert ja quasi immer auf den 14 letzten Candles, die ja auf dem eigenen Zeitintervall sich gebildet haben. Und die unterscheiden sich ja entsprechend von dem Zeitintervall. So. Und um hier den Kreis zu schließen zum heutigen Thema, zu den Forex Spots, haben wir hier quasi als Asset-Kategorie die verschiedensten Kategorien, in denen wir suchen können oder wo wir quasi den Filter nochmal bestimmen können. Und wenn wir runterscrollen, finden wir hier Forex Spots als eigene Kategorie. Wir können dementsprechend nach den Vorteilen, die wir vorhin schon besprochen haben, danach suchen. So, jetzt würde man hier einmal schauen. Den RSI-Filter haben wir noch aktiv und dementsprechend haben wir jetzt nur in den Forex Spots nach allen
Symbolen gesucht, die einen RSI-Wert von über 80 haben. Und hier haben wir entsprechend Schweizer Franken, japanischen Yen. Und dann kann man sich das Ganze auch mal im Chart angucken. Hier brauchen wir jetzt auch nur noch einen Chart dementsprechend und sich das Ganze öffnen lassen. So sieht das Ganze dann aus im Hintergrund. Das ist jetzt erstmal nur, also das ist jetzt noch kein Setup, sondern erstmal eine Demonstration, wie das Ganze funktioniert. Sozusagen. Okay. Also schauen wir nochmal rein in die Folien. Beim Marktscreening ist es eben so, wir haben unsere Screening Engine, das ist der Forex Screener. Wir haben unsere Inputwerte, das sind unsere Kriterien, die wir eingeben. Und dann haben wir als Output eben unsere Symbole. Das sind die Sachen, die wir unten in der Vorschau dann finden oder im MetaTrader auch gleich öffnen lassen können. Und konkret heißt es, als Input, hier muss man ein bisschen kreativ sein, beziehungsweise seine Strategie schon kennen oder eben ausprobieren, wonach man eben sucht. Aber im besten Falle haben wir hier schon eine Strategie parat. Wir werden nachher auch noch ein paar Strategien besprechen, die wir dann als Input liefern können. Als Beispiel haben wir jetzt den RSI von Größe 80 genommen, in den Forex Screener eingegeben und als Output dann eben den Schweizer Franken und Japanese Yen erhalten. So funktioniert das Marktscreening. Der Vorteil ist eben bei uns, wir haben eine Kursanbindung mit FX Flat und Marktscreening ist ja an sich nichts Neues. Es gibt verschiedene Screening-Tools. Da unterscheiden sich dann natürlich auch die ganzen Filter, die man nutzen kann, die dort dafür entwickelt wurden. Allerdings haben die meisten Screening-Anbieter eben das Problem, dass sie eine ganz andere Datenquelle haben, beispielsweise an Yahoo Finance angeschlossen sind und dort die Tageskerzen auslesen. Und wenn man dann bei sich im MetaTrader den gleichen Chart aufmacht, hat man entsprechend wieder andere Kursdaten und dann lohnt sich das Screening sozusagen nicht, ne? Also wenn man jetzt nach einer, sagen wir mal, doppeltes Top-Formation screent und das Ganze findet in dem Screener, dann möchte man ja auch, dass im MetaTrader genau das gleiche Chartbild geöffnet wird. Und das haben wir als Problem eben gelöst aufgrund der Partnerschaft mit FXFlat. So. Und bevor wir uns jetzt die ersten Setups mal angucken und mal schauen, wonach wir finden, will ich Ihnen noch mal eine Sache bewusst machen. Und zwar, es ist eben enorm wichtig zu wissen, wonach man im Markt screent, also wonach man überhaupt sucht. Und der Unterschied, sage ich immer, zwischen dem erfolgreichen Trader und dem, dem Anfänger, liegt eben daran, der Profi, der weiß schon ganz genau, wonach er guckt. Der braucht wahrscheinlich auch nur 10 Sekunden, um sein Setup im Markt zu erkennen, wenn er halt den Chart sieht, wo das Setup drin ist. Der sieht es sofort. Und der Anfänger, bei denen ist es meistens so, die wissen noch nicht ganz genau, wie dieses Setup aussehen soll. Und umso länger man dann auf den Chart guckt, umso mehr Punkte findet man, die quasi ein Entry irgendwie befürworten. Gerade dann, wenn man halt noch in diesem Aktivismus steckt und relativ, man braucht eben so diese Trades, damit man sich besser fühlt, damit man denkt, man hat irgendwie was gemacht am Tag, ne? So gerade dann fängt man an, sich Setups schön zu reden und aus einem B-Setup wird dann auf einmal ein A-Setup und dann setzt man es natürlich in den Sand, zieht seine Serie runter und wird einfach nicht profitabel. Deswegen wichtig ist es, dass man da in die Forschung reingeht und man muss sich die Zeit nehmen, indem man einfach entweder außerhalb recherchiert für eine Strategie. Da gibt es ja verschiedene Quellen. Ob man da jetzt ein Traders Magazine guckt, nur mal als plumpes Beispiel, oder man geht eben selber durch die Charts durch und erkennt Patterns, nach denen man dann sucht.
Oder man lässt sich eben einfach inspirieren, wie in diesem Webinar beispielsweise. Oder man hat vielleicht sogar ein Coaching sich mal irgendwo gekauft und lernt dort eine Strategie kennen. Am wichtigsten ist, dass man eine Strategie hat, nach der man sucht. Und wenn man die hat, dann kann man loslegen, sage ich mal. Und ich gebe hier heute ein paar Strategien mit, die quasi jeder für sich selber ausprobieren kann. Ist auch ein bisschen Inspiration. Und das Wichtigste bei Strategien ist auch, man muss es konstant umsetzen. Also es bringt nichts, wenn man sich eine Strategie pickt, dann handelt man die Strategie für 2 Wochen, läuft dort in eine Miserie rein und stellt fest, dass es halt nicht gut funktioniert. Und dann hört man auf, diese Strategie zu handeln. Und eigentlich müsste man nur noch 2 Wochen weiterhandeln oder vielleicht noch einen Monat weiterhandeln, bis dieser Abwärtstrend oder dieser Drawdown von der Strategie quasi ein neues Hoch erreicht in der Performance. Und das ist halt einer der größten Fehler, die man machen kann. Strategiehopping sozusagen, ne? Dann, wenn es schlecht läuft, umsatteln. Und dann ja, kommt man in eine Strategie rein, die läuft am Anfang vielleicht ganz gut für 2 Wochen. Danach läuft es 2 Wochen nicht mehr so gut und man hat seine Gewinne, hat man wieder verzockt. Und dann sucht man sich die nächste Strategie. Das ist einer der größten Fehler, die man machen kann. Deswegen ist es wichtig, die Sachen zu picken, die man kontinuierlich handeln kann. Und ja, um mal ein erstes Beispiel zu bringen, haben wir hier einfach den Widerstandshandel. Das ist eine Strategie, die auch nicht extrem zeitaufwendig ist, weil solche Widerstände, wenn wir einmal an einem Widerstand angelangt sind, sage ich mal, ne, also beispielsweise der Post kommt von unten, durchbricht erstmal einen Widerstand und sobald das Ding drüber geschlossen hat, wird das Ganze ja zur Unterstützung und dementsprechend, wenn der Kurs von oben auf die Unterstützung trifft, stehen die Chancen sehr gut, dass der Kurs daran abprallen wird und in Richtung des nächsten Widerstandes steuern wird. So, wo er dann wahrscheinlich auch erstmal wieder abprallt, in die Unterstützung wieder reinrennen wird, bis er sich dann halt für eine Seite entscheidet. Also oftmals ist es so, der Kurs, wenn er eine Unterstützung oder einen Widerstand durchbrochen hat, dann kann es schon passieren, dass er entweder sich gleich aufmacht und hochschießt, quasi sich mehrere Widerstände sucht, die er durchbrechen wird. Oder Option 2 ist, wir durchbrechen den Widerstand und kommen erstmal in eine Range rein, so, wo der Kurs erstmal oberhalb und unterhalb vielleicht so ein bisschen Liquidität aufbauen wird. Und dann kann es schon mal sein, dass man mehrere Tage auch sogar in der gleichen Range ja, stecken bleibt als Kurs und irgendwann geht es dann weiter. Und in so einer Situation macht es dann halt natürlich Sinn, sich anhand der Widerstände oder der Unterstützungen zu positionieren. Jetzt wollen wir das natürlich so machen, das Timing ist ja wichtig, ne? Wir wollen ja nicht immer den Chart aufmachen und dann befinden wir uns hier gerade in der Mitte zwischen Unterstützung und Widerstand, weil dann haben wir ja quasi nichts zu tun. Dann müssen wir halt warten. Und dementsprechend wollen wir ja uns ein Pattern raussuchen, wo wir unten an der Unterstützung einen Markt finden, der uns das jetzt gibt. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken mit dem Forex-Screener, wie wir so eine Unterstützung uns heraussuchen können, beziehungsweise uns eine Situation heraussuchen können, wo der Kurs in der Nähe einer Unterstützung oder eines Widerstandes sich befindet. Und da gibt es verschiedene Filter. Von den ganzen Filtern, die hier aufgezählt sind, haben wir beispielsweise, mein Lieblingsfilter nach wie vor ist eigentlich der Preismarkenfilter. Das können wir hier mal kurz eingeben. Oben in der Suche kann man Schlagwörter eingeben. Dann findet man die passenden Filter als Treffer dafür. Und dann kann man eben bei den Widerständen sagen,
wie dicht der Kurs an diesem Widerstand dran sein soll. Also hier haben wir eine Distanz von 0,02%. Ich würde das Ganze mal kurz etwas verringern auf 0,1%. Das heißt, der Kurs kann noch ein bisschen weiter weg sein von dem Widerstand. Und wenn wir das ausgewählt haben, dann brauchen wir auch meistens ein Zeitintervall noch dazu, weil auf der Widerstandsebene ist es ja so, dass auf allen Zeitintervallen der Kurs gleich weit weg entfernt ist, also bei dem Preismarkt vor allem. Deswegen wählen wir uns hier mal die Stundenkerze mit dazu aus. Okay, und finden jetzt erstmal kein Ergebnis. Was heißt, wir haben jetzt gerade kein Forex-Spot-Paar, was dicht an an einer Preismarke sich befindet. Das ist kein Problem. Wir können natürlich auch nach anderen Widerständen gucken. Ich gebe mal ein weiteres Beispiel. Pivotpunkte. Ich würde hier erstmal ein kurzes Beispiel raussuchen und dann erkläre ich das Ganze mal, wie das funktioniert. Ich klicke jetzt hier mal ein bisschen schneller durch, damit wir ein Ergebnis haben, was wir besprechen können. Hier ist erstmal nichts. Punkt S2. Hier haben wir ein Ergebnis, das ist gut. Öffne ich erstmal im Chart. Genau. Und ich würde jetzt erstmal die Pivotpunkte erklären. Und zwar sind die Pivotpunkte eben die Punkte, die hier eingezeichnet sind in dem Chart. Es sind immer 7 Punkte. Hier haben wir den Pivotpunkt S2. S steht quasi für Support. Und man kann jetzt eben sehen, der Kurs, der ist jetzt hier genau an so einem Widerstand dran. Also man muss eben nur mal weiter nach links gucken und man wird hier immer Stellen finden, wo der Kurs, ich sag mal, rumdümpelt, ne? Also oft prallt, hier hat er eben quasi einen Tief, wo er es nicht schafft, direkt drunter zu schließen. Hier schafft er es auch nicht, davon wegzukommen und ranged hier erstmal rum, prallt wieder von unten ab, prallt beim nächsten Pivotpunkt ab. Und hier sieht man auch Pivotpunkt S3, dass er dort einfach abprallt. Und wenn man eben bei den Pivotpunkten, wenn man die als Widerstände deutet und man muss wissen, wie signifikant so ein Punkt ist, das heißt quasi, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Abpraller stattfinden wird, dann muss man einfach mal nach links schauen, ob dann quasi an so einem Pivotpunkt-Level schon reagiert wurde oder noch nicht. So. Und sobald man es mehrmals sieht, dass das Ganze auftritt, kann man auch gerne mal rauszoomen. Und hier hat man noch weitere schöne Beispiele. Und umso mehrere Beispiele man findet, umso weniger Zufall kann es quasi sein. Heißt quasi, die Signifikanz ist ziemlich weit oben. So. Und jetzt gibt es da aber natürlich noch mehrere Sachen zu beachten. Und zwar kann es eben sein, wir befinden uns jetzt in so einem Abwärtstrend, ne? Und da würde ich jetzt nicht, wenn ich einfach nur den Chart sehe, direkt eine Position eingehen, nur weil ich mich an dem Widerstand befinde. Sondern ich muss natürlich ein bisschen darauf achten, ob es da jetzt irgendeine Art von Reaktion gibt, weil ansonsten rennt der Kurs hier vielleicht einfach durch und reagiert von unten dann an diesen Widerstand und dann macht er sich auf zum nächsten Widerstand bzw. Unterstützung. Und was man hier halt so beachten sollte, da kann ich mal ein paar Punkte aufzählen. So, das eine ist, wir wissen, wir sind jetzt hier gerade im trendigen Modus. Und wollen jetzt auf kleinerem Zeitintervall, kann man dann eben mal gucken, beispielsweise auf M5, kann man eben schauen und man muss nur noch auf einen, ich sag mal, Trigger warten. Also ob das Ganze am Widerstand jetzt reagieren wird oder nicht, kann man daran festmachen, beispielsweise, ob der Trend jetzt hier aufhört mit diesem Abwärtstrend. Weil man sieht ja, das ist hier wie so eine richtige Treppe.
Und die Frage ist, setzt er diese Treppe jetzt sofort oder stoppt er diesen Trend, den er sich hier aufgebaut hat? So, und man kann eben diesen Trendbruch daran festmachen, ob er die Struktur bricht. Das heißt quasi, Strukturbruch wäre, er würde beispielsweise über dem Hoch schließen. So, wenn er jetzt hier drüber schließen würde, dann könnte man beispielsweise nochmal darauf warten, dass er nochmal Schwung holt nach unten an den Widerstand, dann einsteigen Richtung Long und dementsprechend den neuen Trend mitnehmen. So, das wäre eine Idee. Die andere Idee ist natürlich, er setzt den Trend jetzt einfach fort und die Trendfortsetzung wäre, er schließt unter dem letzten Tief, also beispielsweise hier, und setzt dann nochmal nach oben an, um die Korrektur zu machen und dann könnte man eben Richtung Short einsteigen. Dann hätte er diesen Support quasi zum Widerstand umgewandelt und dann kann man Richtung Short den Einstieg machen. So, das sind jetzt hier Optionen, wie man damit umgehen kann. Und natürlich muss man eben darauf achten, mit den Spots hat man natürlich auch einen Zeitnachteil, wenn man relativ spät am Tag einsteigt. Also wenn man weiß, der Markt bewegt sich jetzt sowieso schon nicht mehr so schnell, ist jetzt vielleicht nicht mehr so liquide auf dem Abend. Und ich habe jetzt auch nur noch 4 Stunden Zeit oder 3,5 Stunden Zeit, dann würde ich natürlich den Widerstand hier jetzt auch nicht nutzen, weil zum Tagesende wird ja die Position dann eben zugemacht und dass sich die Position jetzt nochmal nach meinem Einstieg vom Fleck bewegt hat, ist ja quasi mit weniger Liquidität, hat man da ja den Nachteil sozusagen. Also für die Spots vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass man ja, das mehr zum Tagesanfang oder zum Handelstag Beginn halt nutzt. Okay, dann können wir natürlich auch nochmal gucken, ob wir noch ein anderes Beispiel finden. Pivotpunkt R3. Hier hätte man... Okay. Das sieht auch nach einem echt guten Beispiel aus, in der Vorschau zumindest. Hier sieht man wunderschön beispielsweise diesen Widerstand. Also diese türkisfarbene Linie hier, sieht man ja, dass das sehr oft angelaufen wurde. Von daher relativ hohe Signifikanz. Und die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass das Ding nochmal abprallt. Auch weil quasi... man muss berücksichtigen, wie viel Strecke hat das Asset schon gemacht jetzt von dem Tiefpunkt der aktuellsten Bewegung her. Ne? Und wie wahrscheinlich ist es, dass der quasi die gleiche Distanz vielleicht nochmal fortsetzt? Oder andersrum gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass die Länge der Strecke jetzt endlich mal vorbei ist als Impuls und er vielleicht nochmal eine Korrektur macht, um dann die Bewegung fortzusetzen. Und wenn es eben um die Korrektur geht, dann kann man eben sich mal überlegen, wohin würde denn der Kurs reagieren, sozusagen. Das sieht schon sehr, sehr short aus. Ja, wohin würde er reagieren? Wahrscheinlich einfach bis zum nächsten Widerstand. Ne? Oder man hat natürlich auch ohne diese ganzen Linien vielleicht noch einen Widerstand, der sich gebildet hat. Das gibt es natürlich auch. Aber durch die Pivotpunkte, da steckt eine mathematische Formel dahinter, lässt sich das eben einfach berechnen. Und dementsprechend ist das Ganze ohne Emotionen. Also da gibt es keine zwei Meinungen, wo die Pivotpunkte berechnet sind. Bei Widerständen, die man manuell feststellt, aufgrund der Kursbewegungen, da kann man sich drüber streiten, ob man sagt, mir reicht es, wenn da ein großes Tief ist, von dem eine Bewegung aus gestartet wurde, dass das ein Widerstand ist oder dass das Ganze nochmal bestätigt werden musste oder dass es ein doppelter Boden sein muss. Da gehen eben die Meinungen auseinander. So, das ist der
der Vorteil, den man hat durch so Formeln. Und ja, wenn man jetzt nochmal auf kleinere Zeitebene guckt, könnte man hier schauen, ob sich vielleicht ob das Hoch, wenn es jetzt nicht überboten wird und wenn er dann nochmal unter dem Tief sogar schließt, dann ist das schon eine sehr hohe Chance auch, dass man einfach bis zum nächsten Widerstand ein paar Pips mitnehmen kann. So. Also das sieht an der Stelle schon relativ short aus und da kommt gerade auch schon die erste Bewegung. Aber mal schauen, es kann auch sein, dass es sich das natürlich umdreht und es nur so eine kurze Fake-Bewegung ist und dann schließt das Ganze drüber. Aber ich sehe es wahrscheinlicher Richtung Short. Okay, so viel erstmal zu den Widerständen. Ich würde auch noch mal kurz in die Fragen gucken. Und hier gab es vom Paul eine Anfrage, der anscheinend nicht in die Facebook-Gruppe von uns gekommen ist. Und genau, das hatte ich schon mit einem FX-Flat-Supportler besprochen, und zwar Paul. Ich habe im Facebook bei uns, bei den Gruppen, bisher keine Anfrage bekommen, also nichts gesehen. Bitte schick doch mal deinen Link deines Facebook-Profils an unseren Support, damit wir dich direkt einladen können. Also da musst du quasi keine Anfrage stellen, sondern dann wirst du eingeladen und dann wird es sicherlich funktionieren. Okay. So, dann weiter mit den Patterns bzw. Setups, Strategien. Hier haben wir Chart Patterns als Strategie. Und zwar haben wir einmal das Rectangular Pattern. Das ist sozusagen ein Ranging Pattern, wo der Kurs von unten kommt, von der Unterseite. Durchbricht hier wahrscheinlich so einen Widerstand, läuft bis zum nächsten Widerstand, macht dann die Korrektur bis zum nächsten Support, also der Widerstand, der sich eben zum Support umgekehrt hat. Und bevor er dann ausbricht und sich den nächsten Widerstand sucht, fängt er erstmal an, in der Range zu laufen. Und was man dazu wissen muss, ganz wichtig bei Rectangular Pattern: wenn der Kurs von unten kommt und er anfängt zu rangen, dann wird er die Range mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nach oben auflösen. Also man sagt, er setzt seine Bewegung fort in den meisten Fällen. Und das kann man für sich auch als Vorteil nutzen, indem man sich einfach im Kopf behält, dass man sich eher dann natürlich an der Unterseite positionieren sollte. Weil wenn man sich oben positioniert und davon ausgeht, dass der Kurs nicht weiterläuft, wenn er dann aber doch ausbricht, dann hat man ein blödes Risiko. Also den Stop-Loss setzt man ja dann meistens einfach über der Range. Vielleicht hat er auch mal einen Doch, der raus spiked und dann den Stop-Loss fischt. Das kann natürlich sein. Und außerdem, wenn man sich an der Unterseite positioniert, hat man ja auch noch mal viel mehr Strecke, die man mitnehmen kann, weil man hat eben die beiden Optionen. Man hält seine Position bis zur Oberkante oder wenn man eben sieht, man hat hier so eine Runner-Runner-Candle, die einfach durchläuft und man hat vielleicht einen TP2, was man sich in seinem Positionsmanagement setzt, dann kann man eben sein zweites oder den zweiten Take Profit ansteuern und ist eben so viel mehr flexibel auch. Und wir können hier mal kurz schauen, ob wir so ein Rectangular Pattern finden als Setup. Die sind relativ schwer auch zu finden. Also sogar mit Screener relativ schwer zu finden, weil die eben systematisch oder strukturell so schwer messbar sind. So, ne? Manchmal hat man da auch so einen einzelnen Ausreißer,
den man dann nicht so richtig, der einen die Struktur sozusagen versaut, aber wenn man dann manuell raufguckt auf den Chart, dann sieht es vielleicht doch nochmal nach Rectangle-Pattern aus und ja, ich würde sagen, schauen wir einfach mal. Genau, und zwar der Filter heißt Rectangle Formation und hier kann man eben sagen, ob der Kurs an der Unterseite oder an der Oberseite liegen soll. Ich mache jetzt einfach mal bis zur Unter- oder von der Unterseite, da findet er nichts. Fourier Export haben wir nur als weiteren Filter. Und Kurs an der Oberseite, okay, da haben wir jetzt auch nichts. Da haben wir leider durch die Spots jetzt wahrscheinlich zu wenig Auswahl im Pool. Aber dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal nach anderen Patterns, beispielsweise doppeltes Top. Mal gucken, ob der Markt uns hier gerade was gibt. Aber das sieht hier alles nicht gut aus. Okay, also wenn man nichts findet, dann heißt es, der Markt gibt einem gerade nichts. Okay. Hier könnte man noch mal gucken, also hier gibt es einen Filter, der ist analog zur Double Formation, ist ja quasi so ein potenzielles Double Formation Pattern und das können wir uns ja mal kurz angucken. US-Dollar-Yen auf Wochencandles. Genau. Und ja, was er hier bemessen hat als doppelte Formation, ist quasi diese Bewegung. Also ein richtiges Doppeltop wäre quasi, wenn er von dem zweiten Hoch, was sich gebildet hat, dann runtergeht und auf Höhe der Nackenlinie seine Bemessung macht, dann hätte er quasi ein doppeltes Top und bei den potenziellen doppeltes Top bei der Formation schaut er eben die Candle, die letzte, die muss auf gleicher Höhe sein und der Kurs jetzt, der muss quasi auch in der Nähe von diesen beiden hoch sein, sodass es ein potenzielles doppeltes Top ist, weil könnte eben weiterlaufen, aber könnte auch weiter nach unten gehen. So, das ist für manche nutzen das eben, um dann an solchen Widerständen, ich kann es kurz mal einzeichnen, wie hier. Wenn man sieht, man hat hier jetzt durch die Kerzendochte, sieht man, liegt hier anscheinend ein Widerstand, der auch hier von der Oberseite schon mal getestet wurde, aber dann brachial wieder durchrannt wurde. Und jetzt wurde er wieder angetestet und wenn man sich jetzt mal die letzte Kerze wegdenkt und sich quasi mal vorstellt, wir wären jetzt noch ein Stück weiter unten, dann wäre das schon ein potenzielles Short Trading Setup, weil wir befinden uns jetzt genau wieder an dem Widerstand, der geprägt wurde, plus eben wir haben ein doppeltes Hoch. Also man müsste eben nur noch darauf warten, dass das Hoch, dass wir nicht so eine Kerze haben, die gar kein Hoch hat, sondern die Kerze könnte durch den Forex-Screener, die jetzt gefunden wurde, könnte quasi auch ein richtiges Hoch haben mit so einem ganz normalen Docht. Und dann würden die Chancen sehr, sehr gut stehen für ein Short-Setup, dass eben dieser Widerstand nicht durchlaufen wird. So, das jetzt nur mal so als Beispiel, weil wir gerade leider kein besseres doppeltes Top-Setup gefunden haben, aber vielleicht hilft es ja auch so ein bisschen als Inspiration, wonach man dann eben schauen kann, weil darum ging es ja im Endeffekt. Okay. So, dann schauen wir mal, was wir noch als Strategien haben. Hier haben wir noch weitere Formationen. Ich weiß gerade nicht, ob wir die nehmen oder ob wir lieber noch was anderes erklären in der Zeit. Nehmen wir mal, was hier noch kommt.
Ah, okay. Das können wir vielleicht sogar ganz gut kombinieren. Also hier nochmal ganz kurz zur Erklärung. Hammerformation hat man bestimmt schon mal gehört. Kerzen, die so aussehen wie ein Hammer. Und das ist eben dafür da, um die Korrektur oder den Abfall des Kurses, quasi den Impuls zu beenden und die Einleitung für die Kursbewegung in die Gegenrichtung. Und das ist dementsprechend eine Formation. Also wenn man so einen Hammer hat, dann ist die Grundidee, man möchte sich in die Gegenrichtung positionieren. Der Hammer, der könnte auch invers sein, das heißt quasi, der Docht zeigt dann halt nach oben, hat dort die lange Seite und unten eben nur einen kurzen Stiel. Und die Kerzen links davon sind kleiner, das heißt quasi, der Kurs kommt von links unten dann bis zum inversen Hammer und fällt dann eben von dort an nur noch ab. So wäre eben dieses Wunschpattern. Und dieses Hammer-Formationspattern, das kann man ganz gut kombinieren mit dem Trendhandel, weil in dem Trendhandel der Trend quasi, wir haben hier ein Tief, ein Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch und die Kunst ist es dann immer, in den Bewegungen an dem Tief einzusteigen, also am Punkt 3 beispielsweise. Und hier hat man, ja, ich sag mal, wenn es bilderbuchmäßig läuft, hat man hier genau so einen Hammer sozusagen. Und dementsprechend kann man das Ganze eben kombinieren, dass man sagt, man hat irgendwie einen Trend, der gerade läuft, der im Takt ist. Man hat als letzten Punkt so diesen Punkt 3, beziehungsweise noch einen weiteren Tiefpunkt, weil man braucht insgesamt mindestens 4 Punkte, bis der Trend losgeht und könnte dann nach dem 4. Punkt im nächsten Tief eben nach so einem Hammer suchen. Und man spekuliert eben darauf, dass diese Korrektur dann vorbei ist, der Hammer einsetzt und dann Abfahrt nach oben sozusagen. Das ist die Strategie dahinter. Und wir können uns das gerne mal angucken, diese beiden Patterns, wie wir das halt mit dem Forex Screener filtern können. So. Und mal schauen, ob wir das finden jetzt. So, ob uns die Spots dazu was hergeben. Und wenn nicht, dann können wir natürlich auch mal in den anderen Asset-Kategorien gucken. Weil, wie gesagt, am Abend ist es dann wahrscheinlich, also ist es ungünstiger, einen Einstieg zu machen, als wenn man das ein bisschen eher am Tag macht. Aber wir suchen erstmal trotzdem nach den Forex-Spots und müssen dann entsprechend in unsere Trendfilter-Sektion gehen, wo wir mehrere Trendmerkmale in die Filter hineingeben können. So, und das erste ist wichtig, wir haben eine Trendrichtung. Die Trendrichtung soll ein Aufwärtstrend sein. Und was wir jetzt noch sagen können ist, dass der letzte Trendpunkt, den wir gemacht haben, der soll ein Tief sein. So. Und wenn wir uns das jetzt mal visualisieren, wenn wir jetzt hier sind, so, und das ganze Ding läuft jetzt weiter, dieser gelbe Kasten, der Ausschnitt, ist quasi auch nur eine Zeiteinheit reingezoomt sozusagen. Also wenn man so auf kleineren Zeiteinheiten hat man ja auch nochmal einen eigenen Trend. Aber auf dem größeren Zeitintervall würde das jetzt so als Trend ganz normal weiterlaufen. Und mit den Einstellungen, die wir jetzt haben, würde er uns so einen ganz normalen Trend schon mal finden. Aber eben, wir brauchen eben das Timing, dass wir sagen, der letzte Punkt, der soll ein Tiefpunkt sein. Das heißt, wir wollen eben auf dieser Strecke wollen wir Symbole finden. Oder eben Symbole, die auf dieser Strecke irgendwo liegen. Und was wir nicht wollen, ist auf so einer Strecke, weil dann ist der letzte Trendpunkt ja eben ein Hoch, genauso wie auf dieser Strecke. Das wollen wir schon mal rausfiltern. Und das machen wir eben, indem wir sagen, der letzte Trendpunkt ist ein Tief. Jetzt könnte man auch sagen, die Anzahl der Trendpunkte, dass wir beispielsweise mindestens 6 Trendpunkte haben oder mehr. Das würde ich jetzt mal rauslassen. Das ist vielleicht nicht so wichtig, aber da gibt es eben Leute, die sagen,
der Trend soll schon ein bisschen öfter bestätigt sein. Es soll nicht so ein frischer Trend sein mit gerade mal 4 Trendpunkten, weil dann ist mir das nicht sicher genug sozusagen. Und was man jetzt eben noch als wichtigen Punkt bestimmen kann, ist, man kann hier sagen, der letzte Tiefpunkt, vor wie viel Kerzen soll der denn gewesen sein? Weil wir haben ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt auf dieser Strecke, aber es kann ja sein, dass wir unser Asset, was uns ausgespuckt wird vom Screener, dass wir uns schon kurz vor dem nächsten Hochpunkt befinden. So, und wir wollen ja natürlich so dicht wie möglich hier unten sein, weil unser Hammer, der soll sich ja im besten Falle gerade erst ausgebildet haben, sozusagen. Und jetzt könnte man halt sagen, der letzte Tiefpunkt, der soll eben vor, ja, am besten einer Kerze gelegen haben. Da soll es tief gewesen sein. Und jetzt kommt noch die zweite Komponente dazu, beziehungsweise wir gucken uns das erstmal so an, ob wir was gefunden haben. Das hier sieht zum Beispiel gut aus. Hier sieht man schon in der Vorschau so diesen kleinen Trend, der hier losgeht auf M15. Wird es auch gleich eingezeichnet im Forex-Screener. Und man sieht ja halt schon so, ne, wie das Ganze, wie die Struktur aussieht. Ist schon ganz gut. Und was wir jetzt aber noch wollen, ist natürlich, wie gesagt, wir wollen, die letzte Kerze soll eben nicht einfach so eine Random-Kerze sein oder eine ganz normale Tiefpunktkerze sein, sondern im besten Falle soll das jetzt auch noch ein Hammer sein, den wir hier haben, weil der Hammer ja unser Umkehr-Pattern ist, damit wir uns dann entsprechend Richtung Long positionieren können. So, jetzt noch mal kurz zur allgemeinen Erklärung. Wenn ich jetzt noch angeben würde, die letzte Kerze soll ein Hammer sein. Also das kann ich jetzt in den Filtern, kann ich das hier einfach angeben. Letzter Hammer vor eine Kerze. Aber für das allgemeine Verständnis, diese ganzen Filter, die ich jetzt hier aktiviert habe, die sind ja quasi per logischem Und verknüpft. Das heißt quasi, ich habe jetzt so gerade mal zwei Ergebnisse gefunden, zwei Ergebnisse, die unsere ganzen Kriterien von Trendrichtung, letzter Trendpunkt und letzte Tiefpunktkerze erfüllt, habe ich zwei Ergebnisse. Wenn ich jetzt noch sage, und die letzte Kerze soll auch noch ein Hammer sein, dann würde er in diesen zwei Ergebnissen halt gucken und darin suchen, welche davon jetzt auch noch einen Hammer hat. Da wir das jetzt nicht gegeben haben, also wir haben ja schon gesehen, das hier ist kein Hammer, die Kerze davor, werden wir natürlich keine Ergebnisse finden bei den Spots. Kann das ja mal kurz proven. Vor einer Kerze, zack, null Ergebnisse, wie ich es quasi gesagt habe. Deswegen würde ich hier mal kurz, wie schon angekündigt, Spots als Kategorie vielleicht mal rausnehmen, beziehungsweise noch mehrere Asset-Kategorien einfach hinzufügen. So, das ist auch ein bisschen die Strategie, wenn man gerade nichts findet, weil der Markt einem nichts hergibt, dann einfach die Filter ein bisschen weiter aufmachen und dann halt mal gucken, was man dann noch handeln möchte. So, und für mich sind meistens immer so die Kandidaten Forex, Indizes, Commodities könnte man auch mal reingucken. Aktien handle ich persönlich nicht so. Ja, generell den Rest handle ich nicht so. Das sind meine Handelsinstrumente, die Handelsinstrumente meiner Wahl. Mal schauen. Okay, jetzt haben wir hier leider auch trotzdem kein Ergebnis gefunden. Das heißt, in den ganzen Kategorien, die wir ausgewählt haben, gab es kein Ergebnis. Man könnte jetzt noch mal eine Sache bei gleichem Setup probieren, und zwar wir kehren einfach die Logik um, sozusagen, nach der wir suchen, und stellen uns entsprechend vor, dass wir jetzt keinen Aufwärtstrend haben, sondern wir stellen uns vor oder wir suchen danach, dass wir einen Abwärtstrend haben. Und dementsprechend müsste man die ganzen Filter einfach mal negieren. Also wir suchen jetzt nicht nach einem Hammer als letzte Kerze, sondern wir suchen nach einem inversen Hammer. Und dann soll eben der letzte Trend-Tiefpunkt nicht vor X Kerzen gewesen sein, sondern
Der letzte Trendhochpunkt soll vor einer Kerze gewesen sein. Der letzte Trendpunkt soll ein Hoch gewesen sein und wir befinden uns in einem Abwärtstrend. Und dann hätte man jetzt die ganze Strategie einfach negiert. Okay, und dann auch leider kein Ergebnis gefunden. Also heißt quasi, es gibt gerade am Markt kein Asset, was genau unsere Kriterien erfüllt. Und ja, das ist, da kann man dann halt nichts machen. Also da muss man einfach so, die Herangehensweise ist, man braucht seine Strategie, man klickt seine Strategie durch und wenn man nichts gefunden hat, dann hat der Markt halt gerade keine Setups und dann sollte man sich auch davor bewahren, halt nicht Sachen zu sehen, die so nicht da sind oder Sachen zu traden, die gerade einfach nichts hergeben, weil das heißt in den meisten Fällen dann einfach Verlust. Aber damit man das Ganze noch so ein bisschen zeitsparender erledigen kann, sage ich mal, haben wir auch als letzten Punkt noch die Filter-Setups, wo man diese ganzen Filter-Setups dementsprechend speichern kann. Also das heißt, ich kann jetzt hier anlegen, Abwärtstrend. Abwärtstrend X-Hammer oder inverser Hammer. Dann speichere ich das Setup. Und das nächste Mal, wenn ich dann quasi in den Forex-Screener komme, wenn ich beispielsweise ja, bereit bin zum Traden einfach, dann kann ich halt in die Filter-Setups klicken und gehe hier auf mein Setup, klicke das einmal an, Abwärtstrend, inverser Hammer und dann werden die ganzen Filter, so wie sie jetzt sind, auch ausgewählt und dann wird automatisch danach geguckt. So. Und dementsprechend muss man nur noch ein paar Mal klicken, um quasi den ganzen Markt zu durchsuchen, ob man da gerade ein tradebares Setup hat oder ein Setup hat, was man sich mal ein bisschen genauer angucken möchte, um dann zu entscheiden, oder ob es gerade, wie in dem Fall, jetzt gerade kein Setup einfach gibt. Ja. Okay, das wäre es von meiner Seite aus für heute. Falls es noch Fragen gibt, können Sie die gerne noch stellen. Aber bisher gab es noch keine weiteren. Ansonsten würde ich noch mal kurz sagen, wo man das Ganze bekommt, den Forex Screener. Den können Sie kostenlos, ja, nicht mal erwerben, sondern kostenlos bekommen, indem Sie einfach auf unsere Webseite gehen, forex-screener.de oder auf die Seite von FX Flat. Und dort werden Sie bei uns einen Button finden, kostenlosen Zugang beantragen. Da füllen Sie einfach Ihre Daten ein, Name, Vorname und Ihre Kontonummer bei FX Flat, damit FX Flat es quasi verifizieren kann und dann Ihren Zugang freischalten kann und dann bekommen Sie Ihren Gratis-Account per E-Mail zugeschickt. Das ist das, wie Sie das Ganze bekommen und dann hoffe ich, dass ich Ihnen heute ein bisschen Mehrwert geben konnte, hoffe, dass ich Ihnen vielleicht Forex Spots auch als kleinen Geheimtrick mitgeben konnte, falls Sie mit ein bisschen mehr Hebel handeln wollen sozusagen und hoffe natürlich, dass ich Ihnen auch ein paar gute Setups mit an die Hand geben konnte und bedanke mich recht herzlich für Ihr zahlreiches Erscheinen und sage ja bis zum nächsten Mal und gute Trades. Ja, Manuel, vielen Dank. Auch meinen Dank an alle Zuhörer, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Wie gesagt, war eine sehr interessante Sache, was auch aus dem Blickfeld Forex Spot betrifft. Ja, ich weiß, wir werden weitere Webinare mit Forex Screener machen. Ich habe allerdings jetzt aktuell keinen Termin im Kopf. Ich weiß nicht, Manuel, weißt du, wann der nächste Termin stattfindet? Ich glaube, genauso in einem Monat jetzt. Das ist meistens immer ein Dienstag. Ja. Und dann wahrscheinlich genau vier Wochen. Dienstag, ja. Okay. Ja, ich wünsche allen Teilnehmern viel erfolgreiche Trades und noch eine angenehme Woche. Danke fürs Zuhören und schönen Abend noch.